Ja, YouTube, hier ist wieder Florian von Cool Japan Germany für euch zurück mit der nächsten Folge von dem Let's Play Tokyo School Life. Und ja, in der letzten Folge, da waren wir ja mehr oder weniger immer noch auf der Flucht von unserem kleinen Hentai-Dojinshi-Erlebnis und haben dadurch leider mehr oder weniger ein bisschen Symptomatik bei Sakura ausgelöst, weil sie ja eine gewisse Krankheit haben, über die wir dann auch im weiteren Verlauf ja mit ihr ein bisschen näher uns unterhalten haben. Während sie uns dann auch gebeten hat, dass sie uns doch irgendwo oder wir sie doch irgendwohin begleiten sollen. Und wir sind jetzt wohl da angekommen, wo das denn sein soll. Und schauen wir mal, ja, wo wir genau jetzt hier angekommen sind. Also Sakura hat mich zu einem sehr großen Park gebracht. Familien und Pärchen laufen hier umher. Und ich sehe auch hier und dort ein paar Straßenkünstler. Okay, Sakura nimmt mich mit unmittelbar vor eine große Bronzestatue, während sie auf die Karte auf ihrem Handy schaut. Und das hier ist. Hi! Saigo-chan no Modell ni natta Saigo Takamori-kou no zou desu. Ah, das ist die Statue von Saigo Takamori, der Person, auf der Saigo-chan basiert. Oder, ja, haben wir ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Schade, dass sie die Einblendung jetzt hier nicht länger gemacht haben. Ja, bringt ja jetzt nichts mehr. Oh, das ist also die Inspiration, also die reale Figur, die als Inspiration für Saigo-chan dient. Aber das ist ja ein großer Kerl und ein Hund. So männlich. Sie sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Hi. Sore o kawaii onnanoko ni chatta Samurai Maiden wa aru imi totemo fuzakete masu. Ja, Samurai. Kriegt mich immer wieder, weil sie so viel auf Japanisch sagt. Ja, Samurai Maiden ist mehr oder weniger oder in einer gewissen Art und Weise ein bisschen idiotisch, weil es ihn in so ein süßes Mädchen verwandelt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch viele Leute geben, die dadurch ein bisschen angepisst sind. Aber Samurai Maiden ist doch so gut und es lehrt so viele gute Sachen oder ja, also es gibt uns so viele gute Lehren und das ist eben all und all das geht nur eben, weil Saigo-chan ein Mädchen ist. Dakara koso, also als Betonung eben genau, weil sie eine Frau ist, kann man das, geht das erst. Ich denke auch so, die Gesellschaft nennt ja solche Otaku-Interessen vulgär oder indecent. Kehin Tezoku. Da gucke ich mal kurz nach, was beides heißt und auch natürlich mein Japanisch lernen, was ich hier in dem Let's Play immer noch ein bisschen mit drin haben möchte, auch weiter aufrecht zu erhalten. Wo ich sagen muss, dass es hier durch das Let's Play mal recht schwer ist, sich Sachen zu merken, weil man so vieles gleichzeitig achten muss, also übersetzen und nebenbei hier eintippen immer mal ein bisschen. Und jetzt haben wir hier Gehin, das ist also, ja, das ist so grob vulgär, sei, das hatten wir ja schon. Und das andere ist Tezoku. Schauen wir da auch nochmal nach. Tezoku. Okay, wird ja auch mit vulgär übersetzt. Ordinär. Indecent. Ja, also auf jeden Fall so in die Richtung, dass eben Otaku-Interessen so etwas sei. So nennt, sagt es zumindest die Gesellschaft. Aber ich denke, dass alles, einschließlich solche Elemente. Und dann, ohne den Satz zu beenden, schaut Sakura hinauf zu der Statue von Saigo Takamori. Sehen wir ihn nochmal? Ein Samurai fürchtet den Tod nicht. Sakura spricht Saigo-chans Catchphrase aus. Obwohl sie kleiner ist als jeder andere, versucht sie doch ihr Bestes, um gegen niemanden zu verlieren. Das ist es von dieser Aspekt bei Saigo-chan ist es, den ich so bewundere. Sakura scheint förmlich zu strahlen, während sie das sagt. Ich schätze, ich
Das ist meine Niederlage. Du liebst Sakurai Maiden tatsächlich viel mehr als ich. Glaubst du, dass es eine Sache von Gewinnen und Verlieren ist? Das frage ich mich auch, aber ich fühle mich jetzt irgendwie nicht frustriert, weil ich das Gefühl habe, gegen dich verloren zu haben. Es geht so ein bisschen in diese Sache rein aus der letzten oder vorletzten Folge, ich bin jetzt schon durcheinander, wo ich ja den Monolog hatte bezüglich alteingesessene Fans versus neuere Fans und dann eben auch selbst Fans derselben Serie, die vielleicht schon ähnlich lange Fans sind, dass man das Gefühl hat, einer ist mehr Fan, einer ist weniger Fan. Im Regelfall haben viele Leute, denken sie selbst mal in meinen Lieblingsserien, dass ich manchmal gar nicht so sehr wirklich der Riesenfan davon bin, weil ich mir einfach einen Namen von Charakteren nicht merken kann und da das eher an Fähigkeiten, an der Haarfarbe oder keine Ahnung was zuordnen kann oder was der Charakter innerhalb der Serie gemacht hat, aber ich kann mir nun mal keine Namen merken und das sehen viele bei mir schon als Anzeichen, auch unter den japanischen Otaku-artigen Leuten, die ich so kenne, an, so als Zeichen dafür, dass ich noch gar nicht so tief in der Serie drin stecke oder sie mir noch gar nicht so gefällt, aber es ist, so denke ich das auch manchmal nicht. Jeder hat halt andere Sachen, die ihm an der Serie gefallen, andere Aspekte. Mal sind es die Charaktere, mal sind es die Handlungen, mal sind es die Hintergründe, dieses BGM, das Ende, keine Ahnung was. Jeder hat andere Sachen, die ihm eben besonders an dem Ganzen reizen. Irgendwelche Themen, Aspekte, die angesprochen werden, der Storyverlauf. Und da ist es unmöglich, selbst wenn man, sagen wir mal, das gleiche Gefühl von Liebe für die Serie hat, kann dieses trotzdem aufgrund anderer Sachen, die diese Serie oder die das Kunstwerk umfasst, kann diese Liebe eben auf da ganz anderen Fundamenten stehen und deswegen gibt's da, stimme ich das Sakura dazu, dass man da nicht wirklich von Gewinnen oder Verlieren jetzt in der Stärke seiner Liebe bezüglich irgendeines Kunstwerkes, eines Spiels, eines Manga, was auch immer, eines Films stehen kann oder dass man da nicht wirklich unterscheiden kann, sag ich mal so. Puh. Und das war wieder jetzt Monolog Nummer 329 von Florian hier in dem Let's Play. Wir sind beides Kameraden, die einfach denselben Manga lieben. Genau, das, so sehe ich das auch. Soyukoto, genau das ist es. Aber dennoch, wenn du Samurai Maiden so sehr magst, warum versuchst du nicht dann deinen eigenen Dojinshi zu kreieren? Sakuras Augen öffnen sich ganz weit und sie, wie kann man das sagen? Katamata, sie fror sozusagen aufgrund meiner Worte fest. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Darüber habe ich ja überhaupt noch nicht nachgedacht. Nebenbei schon mal das Osore Oi. Sag mir bloß nicht, das kennst du nicht. Osore Oi, doch, da ist es. Ein Dojinshi oder ein Nishi Sosaku, das hatten wir schon mal, also ein Sekundärwerk, ein Fanwerk von Samurai Maiden. Oh, was für eine erhabene, ehrfürchtig ist dieses awe-inspiring, also ist Osore Eroi. Was für eine erhabene, ehrfürchtige Idee. Was für eine wundervolle Idee, Stecky. Sakura? Okay, ich frage mich, ob ich wohl irgendwie auf dem dritten Volume, auf den dritten Band aufbauen sollte mit ein bisschen mehr Romance. Auf der anderen Seite wäre aber auch so ein 4-Panel-Comic-Strip auch ganz lustig. Erstaunlich. Oh, wie toll. Das mit den 4-Panel-Comic-Strips, hatte ich ja, glaube ich, schon mal in der letzten Folge erklärt. Notfalls da nochmal an der entsprechenden Monologstelle Nummer, Florian Nummer 329 war es, glaube ich, nachgucken. Sakura! Oh Gott. Florian-san, kann ich was fragen? Ja? Ja?
Lass uns sofort nach Akihabara zurückgehen und uns Kunst Supplies kaufen. Also Sachen, die man eben fürs Malen braucht. Und vielleicht können wir es aber sie auch hier kaufen. Ich werde sofort nachschauen. Ja, sie recherchiert auf ihrem Keta, Smartphone mit unglaublicher Intensität nach. Ich habe das Gefühl, dass ich hier etwas Großes ins Rollen gebracht haben könnte. Ja, solange du Spaß hast, Sakura, nani yori dakedo. Also, es ist ja am wichtigsten, dass du einfach Spaß hast oder dass Sakura Spaß hat zu haben scheint. Mein Gott. Ja, Sakuras Augen brennen förmlich vor Aufregung, als sie meine Hand nimmt. Wir sind doch beides Kameraden, die denselben Manga mögen, nicht wahr? Ja, natürlich. Irgendwie... warum wohl? Ich kann irgendwie feststellen oder ich habe so das Gefühl, dass ich in das Ganze hier mitverwickelt werde. Oh, und wieder das obligatorische Smartphone-App-Gespräch zwischen den dreien am Abend. Sakura-chan! Und, wie war dein Otaku-Date mit Florian? Hehe, Udi Udi. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, ob das wirklich so ein, irgendwie so ein Ausdruck für Gelächter oder irgendwas ist. Was für eine Art von Gelächter. Okay, Udi Udi kennt Wadoku nicht. Na gut. Oh, es war unglaublich, ich hatte unglaublich, unglaublich viel Spaß. Ich lasse einfach dieses Smile jetzt stehen, ohne es zu kommentieren. Kann sich jeder seine eigene Interpretation denken. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass es so wundervoll ist, einen Freund mit demselben Hobby zu haben. Er versteht die Unterschiede von Figuren, die auf dem Manga basieren und bei und von Anime-Versionen auch, also dazwischen die Unterschiede. Und ich hatte überhaupt nicht gewusst, dass die Menge an offiziellen englischen Übertragungen von Anime im Aufwind sind. Oh, ich lerne so viel von ihm. Die anderen beiden werden sich wundern, was sie jetzt hier alles schreibt und kein Wort davon verstehen. Ein großes Werk kann Grenzen überwinden und überall auf der Welt populär werden. Es ist ein unglaublich nettes Gefühl oder ein schönes Gefühl zu wissen, dass etwas, was du magst, auch von anderen ja freudig konsumiert wird. Und ich werde einen Dojinji von Samurai Maiden malen. Ich kann schon überhaupt nicht warten, damit zu beginnen. Genau. Matta. Jetzt, hey, mach mal halblang, ganz ruhig. tut mir leid. Ich bin so aufgeregt, dass ich angefangen habe, mir die Finger wund zu tippen. Ah, es ist schon okay. Sakura, du schreibst viel zu schnell. Ich bin durch Akihabara schon alleine dann und wann mal gegangen, aber ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß macht, dort gemeinsam mit einem Freund umherzustiefeln. Eine Erfahrung, die mir zugegebenermaßen auch noch fehlt. Die zweimal, die ich ja jetzt in Akihabara war. Zweimal? Ja, zweimal. Zweimal, nicht zweimal. Die zweimal, die ich in Akihabara war, war ich auch allein unterwegs gewesen. Ja, also war dein Date mit Florian also derartig spaßig, hä? Ja, das auf jeden Fall. Yokatta, ne? Schön für dich. Das ist so... genau, Karin versucht sie ja eigentlich ein bisschen aufzuziehen, aber es klappt überhaupt nicht. Sie stimmt einfach zu. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn es dir nicht peinlich ist, wenn ich versuche, dich aufzuziehen. Hä? Du hast versucht, mich aufzuziehen? Oder mich, ja, mir fällt immer nichts Besseres als dieses Aufziehen für, Karawakarete, für Teasen ein. Na gut. Du hast mich eine Menge, aufgezogen oder ganz viel aufgezogen, als ich, auf dem Date oder als ich mit Florian unterwegs war. Deswegen habe ich jetzt versucht, Payback zu machen, also dich, es dir zurückzuzahlen.
Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich dich aufgezogen hätte, Karin-san. Ah, was für ein. Okay. Tenmen. Tenmen, guck ich mal nach. Er hätte, ich weiß nicht, für er hätte gibt es, glaube ich, auch im Deutschen nicht so wirklich, was da irgendwie in die Richtung geht, oder? Tenmen. Tennen ist Natur? Was? Und das Meer ist wahrscheinlich eher wieder so ein. Irgendwie so ein Nachhängsel, was da normalerweise gerade nicht mit dran ist. Dann gucke ich mal kurz bei Airhead. Entschuldigung, wir warten mal wieder. Nein, nicht schließen, nicht schließen. Airhead. Jemand, der seine Kopf in den Wolken hat. Wie kann man das sagen? Hohlkopf, Dummkopf. Klingt das nicht ein bisschen zu stark? Ich glaube, im Deutschen gibt es da nichts wirklich Gutes für. Aber sowas in die Richtung. Oh, es tut mir leid. Hey, Mina, Nakayaku. Hey, sei nett zueinander. Was ist denn Fuming? Dokuken. Was? Dokuke nukarechatta. Hä? Doku ist ja eigentlich Gift? Giftige Luft? Was? Ich habe wahrscheinlich irgendwie, ich habe genug Luft, stinkige Luft hier verbreitet. Zeit ins Bett zu gehen. Gute Nacht. Oh ja, su mi. Ich gucke nochmal kurz, was Fuming heißt. Kann, spricht mir gerade ein bisschen zu umgangssprachlich. Ah, ich habe genug rumgedampft, rumgeraucht, also Dampf abgelassen hier. Wahrscheinlich so in die Richtung. Gute Nacht. Ja, euch auch eine gute Nacht. Ist ja gut, Auri. Bevor ich jetzt aber aufstehe, muss ich noch ganz kurz die Folge beenden und wie es dann weitergeht und was wir hier am nächsten Morgen machen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Matane! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!